So, hallo und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe von Power City. Und wir legen gleich los, gehen rauf auf den Server. Es ist wieder mal keiner da, aber das liegt daran, dass die alle Computerprobleme haben, glaube ich. Wir locken uns Flotti Karotti ein und herzlich willkommen auf dem Server. Und schaut mal, was ist denn mit unserem Feld passiert. Oh yeah. Sehr, 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 sehr geil. Sehr geil, ich freue mich. Außerdem haben wir hier fette, fette Bäumchen am Start. Wie cool ist das denn? Aufgabe klar für heute. Schön Ressourcen am Knüppeln, würde ich mal sagen. Das bauen wir natürlich alles ab. So, wunderbar. Ich habe gerade nochmal gecheckt. Ja, die Frames sind am Start. Wir nehmen alles auf. Wir sind am Start. Aha. So ein bisschen Bock zu rappen bekommt man da, wenn man die Musik hört. So. Das ganze Holz muss weg und wir brauchen viele, viele, viele schöne Saplings. Denn nur mit weiteren Saplings können wir uns hier eine kleine Baumfarm aufbauen. Denn ich habe vor, hier mein Häuschen schön mit Holz am Start auszubauen. Also aus Holz zu bauen, verdammt nochmal. So, wo ist der Knopf? Hier ist der Knopf. So, wir legen das mal hier schön auf die 2. Wir müssen nämlich hier hochklettern, weil wir so einen Megabaum am Schlüssel haben. Ja, gegen das kann man ja nichts haben, aber es ist immer ein bisschen umständlicher, die abzubauen. Auch wenn die dann echt fett geil Holz am Start liefern. So, da haben wir noch einen. Haben wir noch einen? Da drüben. Oh ja. Sehr gut. So, decayed das schon. Ich hoffe mal. Da hinten ist noch einer. Ja, da sind sogar noch mehrere. Alter Schwede. Sehr, sehr geil. Sehr viel Holz am Start. So muss das sein. So, geht's weiter an den nächsten Baum. Hunger haben wir auch. Was ist denn hier los? Ach so. Okay, warum sagt man denn keiner, dass ich nicht die Axt verwende? So. Alright, decay, decay. Come on. Please decay. Ich bin eigentlich überhaupt gar kein Rapper. Aber so ist das. Ja, heute haben wir wieder mal eine neue Aufnahme. Gestern habe ich eine kleine Pause gemacht. Und heute eine neue Aufnahme, unter anderem mit coolen Themen. Und zwar muss ich erstmal sagen, ich habe das letzte Mal über Broad ID gesprochen. Das ist diese Veranstaltung, von der ich gar nicht wusste, um was es da überhaupt geht. Veranstaltet von den Machern von Broadmark und Tube ID. Okay. Mein Ohr ist ein bisschen laut, machen wir es ein bisschen leiser, so. Mittlerweile haben sie sich gemeldet, die haben das Video gesehen und haben gesagt, ey, das ist eigentlich ein Lasertreffen. Oh, hier droppen sie aber hart, wie geil. Sehr, sehr geil. Schaut euch das an. Wie gut ist das denn? Sehr schön, während das hier schön alles droppt, können wir hier mal radikal unser Feld ernten. Das legen wir dann komplett neu an. Wenn da jetzt zwei Felder nicht ganz so am Start waren, macht das überhaupt nichts. So, dann können wir nämlich Brot machen, beziehungsweise wir können uns Kühe und Schafe und sowas holen. Und dann brauchen wir überhaupt fast gar nicht mehr nachdenken, was wir denn, ob wir irgendwie Essen am Start haben oder nicht. Dann können wir uns komplett auf andere Dinge konzentrieren, wie zum Beispiel Bienen oder elektrische Schaltkreise oder Roboter oder, Achtung, Achtung. Oder andere Dinge, die man da so machen kann. So, ich würde mal vorschlagen, habe ich denn das Ding dabei? Jawohl, hier habe ich es. So, wir machen hier mal Pep weiter mit einem Feld. Gerade auf der anderen Seite genauso breit. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bam, bam. So, so, so. Hier, hier und hier. Und dort und dort und dort und dort. Jetzt ist die Musik vielleicht doch wieder ein bisschen zu leise. Das ist aber auch heute abgefahrene Musik, muss ich mal sagen. So, dann machen wir hier das Feld voll. Ja, was wollte ich sagen? Habe ich noch ein paar Körnchen? Das wäre ja ganz nett. So. Yeah, 3 Stück. Die packen wir natürlich drauf. Reicht noch nicht ganz, aber das macht ja nichts. So. Was wollte ich sagen? Ja, Broad ID ist eigentlich, das soll ich ausrichten, ein Lasertreffen. Also alle Laser von Broad ID sind herzlich eingeladen, von Broadmark und Tube ID sind herzlich eingeladen, in den Mediapark zu kommen. Und zwar am 6. Dezember, glaube ich. Ja genau, 6. Dezember, Nikolaus, deswegen kann ich mir das merken.
Ein bisschen komischer Termin, aber ist eigentlich okay. Also besser. Also man geht zuerst aufs Broad ID. Dort, man geht erst nach Hause, staubt dort die Nikolausgeschenkchen ab und dann geht man auf die Broad ID. So. Das ist eigentlich eine ganz gute Entscheidung. So, wunderbar. Dann haben wir hier auch wieder richtig viele Saplinge. 19. Das ist ja echt ein kleiner Traum. Und dann pflanzen wir das hier auch mal an. Und dann würde ich sagen, gehen wir bereits. Da ist noch eins. Mal kurz ins Bett. Und dann. Dann machen wir weiter. Noch ein Sapling. Sehr schön. Machen wir hier einen kleinen Wald. Dann dürften wir erstmal keine Probleme haben mit Holz. So, und dann können wir uns auch schon überlegen, was wir denn tun werden mit dem ganzen Holz. Wie angekündigt, wollte ich ja unbedingt schon hier eine Art Bauernhaus oder so hinbauen. Allerdings ist das eigentlich kein Bauernhaus, sondern ist natürlich das Haus eines verrückten Erfinders, der sich in ein Bauernhaus einquartiert hat. Und das heißt, wir werden hier so ein bisschen was drüber bauen. Hier vielleicht eine Terrasse hin, dann oben drüber das große Haus. Und ja, so könnte das ungefähr sein. So, jetzt habe ich Hunger. So. Nochmal. Sehr gut. So. Dann schauen wir doch auch mal, was wir hier in den Öfen haben. Noch weitere gebratene Dinge. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Auch noch mehr Hühnchen. Wunderbar. Da haben wir nichts. Und da haben wir auch nichts. So, dann schauen wir nochmal rein. Mhm. Da haben wir diese Dinge. Und da haben wir unsere wunderbaren Drohnen. Dafür müssen wir jetzt etwas bauen. Und zwar muss ich hier mal schauen. Bienen, Bee Analyzer, Beef Nugget. Nein. So, wie hieß denn nochmal der Gegenstand, den ich jetzt brauche, um Bienen zu züchten? Das hieß anders. Dann scrollen wir mal kurz hier durch die Geschichte durch. Kommandoblock. Nein. Mal ein bisschen schneller durch. Man könnte ja meinen, dass das irgendwie gruppiert ist. Also, das dann tatsächlich auch hier. Genau, also das hier wollte ich übrigens als nächstes machen. Das sind diese ganzen kleineren Blöcke, mit denen man dann ein bisschen diffiziler bauen kann. Damit könnten wir dann mal versuchen, was unser Häuschen zu schmücken. Und vielleicht auch den anderen irgendwie ein bisschen Material zur Verfügung zu stellen. So, es gibt echt extrem viele Blocks, sehe ich gerade. 22, 23 verschiedene Dinger davon. Was ist denn das hier? Black Wool Jacked Wire. Okay. Achso, das sind, glaube ich, die Verbindungsdinger, um Kabel zu verlegen. Sehr cool. Was ist das? Ein I.O. Expander und ein Disk Driver. Alter, wie geil. Für einen Computer, oder? Ja, hier. Central Processing Unit. Monitor. 8K RAM-Modul. Geil, brauche ich dringend. So, Bienchen, wo seid ihr denn? So, hier haben wir Holz. Was haben wir da? Hier. Calvary Fan. Ich glaube, das ist doch sowas, oder? Wie konnte man das denn nochmal machen? U. Na, wieso geht denn das nicht? Ich habe so das Gefühl, der Computer stürzt gleich wieder ab. Wieso geht denn das nicht? Mist. Schade. Ich dachte, wenn man das so drauf drückt. Okay, hier funktioniert's. Hier auch. Na also, geht doch. So, ja, außer bei dem hier. Bienenstock, genau, darum ging's. Bienenstock und ein imaginiertes Gehäuse. Wie kann man denn das imaginierte Gehäuse bauen mit duftender Vertäfelung? Und wie macht man verduftende Vertäfelung? Wie macht man verduftete Vertäfelung? So, oh mein Gott. Bienenwachs, Gelee Royal, Pollen. Alter, was ist denn das hier? Ein Carpenter? Oh, das ist ja unfassbar, was man dafür alles braucht. Okay, Carpenter. So, warte mal. Wir gehen mal hier irgendwie wieder raus. So, dann gehen wir hier. Carpenter. Tja, bin ich jetzt ein bisschen überfragt, muss ich sagen.
Ja, ist alles nicht so einfach. Und ich stelle mich auch ein bisschen an, das gebe ich zu. Aber ja, okay. Bienenstock. So. Ich glaube, das sind Fehler hier, oder? Das sieht aus, wie wenn das Fehler wären. So, was haben wir denn da? Ja, also Shaped Crafting. Okay. Hier vibrieren gerade Dinge. Vielleicht schreibt mir jemand. Mhm. So, ein Bienenstock. Duftende Vertäfelung. Dann gehen wir doch mal hier. Duftende, da ist das. Dann klicken wir da drauf. So, dann brauchen wir Gelee Royal. Aber woher kriegen wir denn den Gelee Royal? Da. Nee, das ist ein Gold Nugget. Gold Nugget? Gelee Royal. Bienenwachs, Pollen, Bienenwachs. Ich würde sagen, ich schaue mir das nochmal in Ruhe an. Wie sieht es draußen aus? Okay, es ist immer noch dunkel. Aber ich werde mal hier versuchen, aus der Wabe, die ich habe. Kann man da irgendwas mitmachen? Okay, kann man jetzt erstmal nicht viel mitmachen. Dann gehen wir doch vielleicht mal wieder ins Menü und gucken nach Wabe. Da haben wir also eine Honigwabe. Verpackt Honigwabe. Okay, man kann die Honigwabe verpacken. Das ist nett, aber hilft uns auch nicht groß weiter. Ja, ich muss einfach das Wiki nebenher aufschlagen, weil das ist so kompliziert. Da kann man eigentlich gar nicht richtig mal so nebenbei hier über das Menü das alles lernen. Das heißt, in dieser Folge werde ich mich jetzt erstmal nicht um die Honiggeschichten kümmern. Ich dachte, das kann ich vielleicht so aus dem Menü machen. Sondern wir gehen erstmal ein bisschen schlafen. So. Plöpp, plöpp, bei mir plöppt's. Ich habe Facebook noch auf, deswegen plöppt es hier so ein bisschen. So, und wir haben unsere Bäume, die fangen auch wieder an zu wachsen. Wunderbar. Hier haben wir die Felder, auch gut. Und ich würde sagen, dann machen wir nämlich einfach nochmal eine kleine Tour und suchen nach weiteren Honigwaben. Und zwar diesmal in einer anderen Richtung. Oh, was haben wir denn hier? Hier geht's ja geil ab. Da könnten wir doch auch mal schön rein, eigentlich. Hammer, Hammer. Nice, okay. Sehr cool. Was hat der so? Empty Cell. Ja, sieht geil aus. Sieht gut aus. Ähnlich wie bei mir so ein bisschen. Da sind auch Dinge drin. Sehr cool. Hier ist ein Bett als Geschenk. Auf einem Spawner, auf einem Spinnenspawner. Bitte stehen lassen. Steinfels HD. Sehr gerne. Sieht sehr cool aus auf jeden Fall schon mal. So, hier sind wir das letzte Mal gekommen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal... Das war ja eine komische Bewegung. Gehen wir jetzt mal in diese Richtung und schauen mal, ob es hier weitere Bienenwaben für uns gibt. Vielleicht droppen da auch noch ein bisschen mehr Bienenwachs. Guten Tag, du Huhn, du verrücktes Huhn. Und ja, dann haben wir vielleicht auch mehr Möglichkeiten, dann später was draus zu craften. Weil es sieht so aus, dass wir, um das zu züchten, schon das ein oder andere Materialchen brauchen. Ein Boot, Freunde! Noch ein Boot. Hier sind auf jeden Fall Dinge geschehen. Vielleicht war hier vor der letzten Eiszeit ein Meer. Man weiß es nicht. So, dann gehen wir mal in diese Richtung. Ach, ich hätte mir mal... ich vergesse es auch jedes Mal, mir einen Kompass zu machen. Aber wir sehen hier ja ungefähr, wo es lang geht. Von dem her... Oh, da haben wir eine Höhle. Mhm. Fein, fein. So. Da, eine Bienenwabe. Eine Schneebienenwabe. Ein Schneebienenstock. Ja, jawohl. Schneebienenstück. Ein Schneebienenstückstock. So. Bauen wir dann mal fein ab. Achso, wir haben erstmal den Schnee oben abgebaut. Bäm. Okay, ein so ein Ding ist kaputt. Ihr habt gesehen, wie schnell das geht. Was haben wir bekommen? Eine gefrorene Wabe und eine winterliche Prinzessin. Wunderbar. Da können wir dann... Jetzt haben wir schon unterschiedliche... Was ist das hier? Okay, das ist einfach nur eingeschneit. Aber da hätte ich vielleicht mal nicht meinen Kescher benutzen können dafür. So. Weiter geht's. Wo sehe ich noch eine Wabe? Was haben wir da hinten? Da hinten sieht es auch aus... Da oben steht eine Wabe, oder? Da hinten sieht es auch aus, als wäre da eine Höhle. Hier da oben ist noch ein Schweinchen. Ja, wir gehen mal weiter in diese Richtung. Ich glaube, da waren wir noch gar nicht so sehr, weil wir so ein bisschen auch versucht haben, diesen Schneegestück... Ein Apfel? Nice, nehmen wir mit. Ein paar Vitamine auf dem Weg. So.
Und weiter geht es immer weiter. Wow, alter Schwede, das war ja gerade tief. Was ist denn das für ein Stein? Wie cool. Awesome. Hab's noch nie gesehen. Bam, was ist das? Geil, das ist Marmor. Wie fett. Da kann man nämlich richtig schöne Sachen draus machen aus Marmor. Marmor gibt's auch erst seit, also gibt's auch nur in diesem Pack, glaube ich, oder in einem besonderen Mod-Pack, wovon ich keine Ahnung habe. Aber habe ich gesehen als Item, dachte so, oh, das sieht eigentlich echt sehr, sehr nice aus. Nehmen wir mal ein bisschen mit und experimentieren dran rum, würde ich sagen. Weil ich glaube, wenn man daraus besondere Blöcke macht, hier haben wir noch ein bisschen Kupfer oder Dinge. Man weiß es nicht so genau, was das ist. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen ein schöneres Haus bauen oder auch so Säulen und so ein Gedöns. Fände ich eigentlich ganz geil. Und Marble ist natürlich geil, ne? Also ist natürlich ein hochwertiges Material. Oh, Alter. Du wirst sterben, das weißt du aber. Hättest du dir vorher überlegen sollen, mein Freund. So, dann nehmen wir hier noch ein bisschen mehr von dem Gedöns damit. Whatever this is, wherever this go, I take it with me. So, wunderbar. Was war das denn nochmal? Ah, Kupfer, alles klar. Das brauchen wir ja dringend für unsere, ich würde mal sagen, wir nehmen hier ein Stack mit. Für unsere Kabel, die wir vermutlich irgendwann mal machen werden. Da haben wir da noch Kohle am Start. So wie ich das sehe, ist hier noch Kohle. Haben wir noch Fackeln? Jawohl. Dann leuchten wir hier mal ein bisschen aus. Okay, was leuchtet da Geiles? Oh yeah, okay. Man sollte einfach nicht in so eine Höhle gehen. Einfach mal viel zu geil. Jetzt stecke ich schon natürlich wieder drin und zack bin ich wieder in einer Höhle, obwohl ich es gar nicht vorhatte. Ich kann mich der Sache einfach auch nicht entziehen. So, dann nehmen wir das hier noch flott, die Karotte mal mitfallen, hier nicht in den Wasserlauf. Was war denn das hier nochmal? Water infused, irgendwas. Bin ich schon wieder voll? Oh, alter Schwede. Okay, das Ei lassen wir da. Und das da war nochmal. Kann ich auch nicht mitnehmen. Okay, wir lassen die Pfeile da. Plöpp. Und hier haben wir was Schönes Grünes. Und das kann man nur mit Eisen abbauen. Haben wir das? Natürlich. Sehr fein. So. Bam. War das nicht irgendwas mit, genau, Uraniumohr. Sehr gut, sehr schön. Hier haben wir auch was Cooles. Amber. Okay, hatte ich noch gar nicht. Auch sehr nice. Amber ist, glaube ich, Harz oder halt zu Stein gewordenes Harz, oder? Da, wo praktisch die Dinosaurier drin gefunden werden bei Jurassic Park. Übrigens, es gibt einen neuen Jurassic Park Teil, was ich sehr geil finde. Das ist natürlich nicht so wie die alten Teile und es ist maßlos übertrieben und Klone und all so ein Scheiß. Aber, na klar, in die moderne Welt adaptiert und schon der erste Teil war nicht so wie das Buch. Das Buch kann ich euch übrigens empfehlen. Ist sehr geil. Von Michael Crichton, Jurassic Park. Sehr cool. So. Dann nehmen wir hier noch das Eisen mit. Das Eisen ist wichtig. Da vorne war, glaube ich, auch noch Eisen. Genau. Wunderbar. So. Oh yeah, das ist gut viel Eisen. Wir brauchen noch dringend. So, was wollte ich hier noch holen? Das war es eigentlich schon. Ich habe mich gerade nur über den Marble gefreut. Haben wir ein 64er Stack dabei? Yo, wunderbar. So, jetzt kann man eigentlich fast nur hoffen, dass wir nicht noch mehr finden, noch mehr geile Sachen finden, weil wir haben fast keinen Platz mehr in unserem Rucksäckchen. So, wie viel nehmen wir eigentlich auf? Ich habe natürlich mal wieder nicht dran gedacht, die Uhr zu stellen. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Das geht einfach immer viel zu schnell. Ich glaube, ich werde heute Abend noch einen Livestream machen, damit man mal irgendwie zu irgendwas kommt. So, hier hat jemand mal einen Baum gefällt. Hier ist nämlich noch, und zwar vor gar nicht so langer Zeit, so wie das aussieht. Brauchen wir noch mehr Saplinge? Ich glaube nicht. So, hallo Hühnchen. Bam. Dankeschön, dass du für uns gestorben bist. So, da vorne haben wir tatsächlich noch eine Schneewabe, einen Schneebienenkasten gefunden. Den nehmen wir natürlich auf jeden Fall noch mit. Und dann gehen wir auch schon fast wieder zurück nach Hause. Das müssten wir eigentlich ohne Probleme aufnehmen können. Nee, können wir nicht. Was lassen wir da? Ich hätte tatsächlich mal ein bisschen was. Das müssen wir schon mitnehmen.
Es geht nicht. Verdammt. Oh no. Ah, die Federn brauchen wir nicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon wieder nach Hause. Das geht einfach immer viel zu schnell. Wo geht's denn nach Hause? Da geht's nach Hause. Da haben wir auf jeden Fall, da hinten ist nochmal einer. Okay, wir müssen einfach nur geradeaus in die andere Richtung laufen. Dann kommen wir praktisch zu weiteren Bienenwaben. Und das ist Eis, sehr schön. Komm schon, Renne. So. Ja, und dann sind wir gleich schon wieder zu Hause. Wahrscheinlich sind unsere... Okay. Oh, Alter, was ist das denn? Ach, das hat mir, glaube ich, der Golden erklärt. Das ist, wenn irgendwas mit Magie am Start ist, dann schwirren diese Dinger hier rum. Ich glaube, jemand hat bereits gezaubert. Und deswegen schwirrt das hier rum, glaube ich. Irgendwie so war das. Ja, auf geht's. Alter. Diese Stufen nerven so ein bisschen. Da kommt man so schlecht vorwärts. So, das Dorfzentrum nur noch 110 Meter entfernt. Das schaffen wir also. Und schon sind die ersten Gebäude zu sehen. Und ja, ich würde sagen, wir haben dann echt auch genügend Materialien gesammelt, um mal so langsam ein Häuschen anzufangen. Wir müssen auch ein bisschen gucken, dass wir eine schöne Bewohnung haben. Ja, und das ist direkt hier unser trautes Heim, ne? Ja, sehr geil. Und hier haben wir ja noch mehr Kupfer am Start. Das dürfen wir natürlich abbauen, weil das ist ja auf unserem eigenen Grundstück. Und wir wollen hier natürlich auch Dinge tun. So, ein Baum ist gewachsen, ein bisschen was hiervon. Ja, es darf ruhig noch ein bisschen mehr sein. Was ist denn da los? Ist da etwa noch etwas Holz drin? Tatsächlich, noch ein einziges. Das ist natürlich Quatsch, den müssen wir unbedingt runterholen. So, dann nehmen wir mal, ja, das können wir schon nehmen hier. Bauen wir uns mal kurz hoch. Tun wir so, als wäre da ein neuer Baum. So, hermit. Dankeschön. So, die Sonne geht auch wieder unter. Das ist wunderbar. Das heißt, von Sonnenaufgang zu Sonnenuntergang. Gut, wir haben einmal gepennt, ne? Deswegen ist es nicht ganz so. So, hinein in die gute Stube. Und dann schauen wir mal, was wir hier alles reinwerfen können. Also, einmal ordentlich Kupferohr gesammelt. Fein. Kann man eigentlich auch Marble brennen? Nö, kann man nicht. Okay, dann packen wir natürlich Tinohr rein. So, dann haben wir Eisenerz. Ja, und was ich noch sagen wollte ist, das letzte Mal habe ich irgendwie erzählt, ja, Kupferzeit und so ist natürlich Quatsch. Das hieß Bronzezeit. Steinzeit und Bronzezeit, aber in Bronze ist natürlich Kupfer drin. Deswegen kam ich da irgendwie drauf. Naja, egal. Wollte ich nur nochmal richtig gestellt haben. Und der Golden LP hat es natürlich auch in meinen Kommentaren erwähnt. Und außerdem wollte ich nochmal, das vorletzte Mal, glaube ich, war es so, da wusste ich nicht, wer eigentlich, hier können wir die Hühnchen reinmachen, während ich quatsche, wer eigentlich derjenige ist, der den Server gestiftet hat, und das ist Max. Max, der auch der zweite Bürgermeister ist. Vielen Dank dafür, für den Server, dass wir hier zocken dürfen. Sehr geil. So, und wir packen hier mal jetzt die Waben rein. Diese Wabe hatten wir da, genau. Dann haben wir zwei gefrorene Waben. Dann haben wir... Haben wir nur drei Bienen? Ist ja auch abgefahren, okay. Eine winterliche Drohne, dann haben wir hier eine winterliche Prinzessin und noch eine winterliche Prinzessin. Die haben den gleichen Code, genau, okay. So, dann haben wir... Das wäre eigentlich alles gewesen, was das an Bienengedöns hat. Dann haben wir hier Amber, ein Air Shard, nochmal Uranium-Ohr, alles klar. Ein Apfel, lassen wir mal hier. Water Shard. Es ist wirklich, wirklich abgefahren, was es alles für Sachen gibt. Guckt euch das mal an. So viele verschiedene schöne Dinge auf dieser Welt und so wenig Zeit, sie alle zu genießen. Ihr kennt das. So, dann etwas Marble. Mit diesem Marble kann man Sachen machen, glaube ich. Genau, man kann dann nämlich tolle Marble Bricks am Start machen, so wie man das kennt. Kann man hier vielleicht noch irgendwas tun? Nö, aber man kann das machen. Das ist cool. Ich hätte es ja cool gefunden, wenn man hier auch noch Slabs machen kann. Leider nicht. Kann man Treppen machen? Auch nicht. Okay, das ist jetzt so ein bisschen geht so.
Wahrscheinlich, weil das hier so ein Pack ist, funktioniert das nicht so ganz. So, wir haben auf jeden Fall richtig schön viel Holz, Eichenholz. Das müssen wir sowieso nochmal gucken. Wir hatten ja gefragt, ob der Max, glaube ich, war das, ob der uns so noch ein bisschen hier Gummibaum am Start hat. Das kommt dann, nee, kommt nicht hier drauf. Great Wood Lock, Rubber Wood. Great Wood Lock, okay. Sind das vielleicht andere... Nee, das war Greatwood Lock. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Rubber, Greatwood. Hm. Ja, tatsächlich, Tropenholz. Okay. Nice, okay, hier haben wir Tropenholz. Sieht ein bisschen anders aus. Wunderbar, und dann würde ich sagen, das war es auch schon wieder. Oh, wir haben schon fast überzogen. Dann würde ich sagen, raus aus dem Server, Verbindung trennen. So, und vielen Dank fürs Zuschauen bei der 6. Episode von Power City. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis dann.